möchte jetzt nur noch kurz einen Hinweis geben. Was Rustem Molak passiert zurzeit, ist laut Herrn Winfried Hassan eine reine Folter. Unter Folter verstanden wir bis jetzt Teile vom Körper entfernen und was weiß ich. Nein, das ist Körperverletzung. Folter ist was anderes. Folter ist direkter Angriff auf die Würde des Menschen. Wenn man ihn alles wegnimmt, alles kaputt macht, behalten sie nur das eine einzige, ihre Würde. Und Folterknechte haben den einzigen Ziel, sie zu brechen. Die sprechen vom Widerstand. Nein, sie wollen die Würde des Menschen brechen. Und da haben wir in Deutschland ein Problem, dass wir die Folter als Delikt oder Anstiftung zu Folter in unserem Strafgesetzbuch gar nicht als Paragraph haben. Bis heute nicht. Obwohl das Land 2002 Völkerstrafgesetzbuch unterschrieben hat, unterzeichnet hat, Folter als solche wurde ausgeklammert. Bis heute gibt es keine Erklärung, man beruft sich auf Folterverbot und Grundgesetz Artikel 1. Da sind wie ein Oberstaatsanwalt Dr. Grasemann mir gesagt hat, Herr Laus, das UNO-Charta und Folterverbot, das ist was für Politiker. Justiz entscheidet anders. Das heißt, wenn wir diese Paragraphen 63 und 64 lahmlegen wollen, muss in das Strafgesetzbuch Paragraph Folter implementiert werden. Muss Deutschland komplettes Völkerrecht anerkennen, was Deutschland bis heute nicht getan hat. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, auch die Nürnberger Prozesse, die Urteile, sind von Deutschland bis heute nicht anerkannt. Damit man auch zurückschaut. Und warum Folter? Warum kein Folterparagraf? Gerade deswegen, dass solche Sachen, die mit Rustem Molak laufen, möglich sind. Wenn die Folterknechte oder Anstifter zu Folter wüssten, dass es auch die Folter laut Völkerstrafgesetzbuch bei 10 Jahren und aufwärts abgeht, würden sie überlegen, ob sie Rustem Molak für 7 Jahre Entwürdigung, Erniedrigung, Entehrung und so weiter wegstellen. Deswegen machen wir uns da in diese Richtung Gedanken. Jetzt wollte ich nochmal, ich habe mir lange überlegt, ob ich noch auf die Worte eingehe. Wissen Sie, ich wurde gefoltert. Im Jahr 1984 wurde ich mitten in der Nacht aus meiner Zelle rausgebracht. Einer ist Obermeister Flach, der ist jetzt noch im Orbit und schiebt seinen Dienst für 3000 D-Mark damals. Sie haben mich rausgeholt und sie haben mich in eine Schlichtzelle geführt. Da war nur ein Bett, mitten eingelassen, vielleicht 40 cm über die Erde. Sie haben mich da flachgelegt. Ich habe keinen Widerstand geleistet, niemals. Sie haben mich an Händen und Füßen gefesselt. Ich konnte die Füße nicht einwinkeln. Tagsüber konnte ich gerade noch, in der Handschelle konnte ich die Hände drehen. Wo die Offiziere nach Hause gegangen sind, ist der Rasierklinge reingekommen und hat die noch zugedrückt mit den fiesen Bemerkungen, damit sie nicht zu weit rauslaufen. Am nächsten Morgen hatte sie flach locker gelassen, bevor die kamen. Sie müssen sich jetzt vorstellen, 20 Tage und Nächte. Sie kamen immer zu viert rein in die Zelle, mir was zu essen zu geben.
was ich schnell erledigt habe. 20 Tage und Nächte wurde ich nicht abgeschnallt, zur Toilette zu gehen. Ich musste 20 Tage und Nächte unter mich kurden und urinieren. Dann kam sie nach 7 Tagen rein, rundherum lag Kot, Urin, es muss gestunken, aber eine halbe Stunde ist sie dazu, sie riecht. Ich rieche dann nicht mehr, aber wenn sie reinkam, habe ich gesehen, was los ist. Und dann kam sie mit Knüppeln, haben gesagt, so, jetzt werden sie das sauber machen. Und dann habe ich gesagt, ich werde das nicht sagen. Doch, nein, ich habe mich wieder hingelegt, haben sie mich wieder mal angeschnallt, gefesselt. Und dann kam der Rasierklinge, eine halbe Stunde später mit einer Flasche unverdünnten Desinfektionsmittel und schüttelte um dieses Bett herum. Können Sie nicht vorstellen, was passiert, wenn das verdampfte? An die Lunge, an die Augen. Ich habe geschrien, Sie haben draußen durch Spion geguckt und haben sich aufgegeilt. Guck mal, da geht aber kaputt. Kommen Sie wieder rein, machen Sie es jetzt weg? Nein, ich habe es wirklich nicht weggemacht. Sie mussten den Hausarbeiter holen, der hat beinahe dazu gekotzt, hat er weggemacht. Und dann habe ich dem friedlich gesagt, lass doch mal das Fenster offen, damit ich atmen kann wegen dieser Säule. Nein, musste zu. Ich habe mein Essen zurückgegeben, bin ich zum Fenster und habe ich eine Scheibe mit der Hand durchschlagen, habe mich tierisch geschnitten, habe mich wieder hingelegt. Ohne Aggression haben sie mich wieder mal angeschnallt, Fessel angelegt und dann kam die Dreschorgie. Sie haben an einen darniederliegenden, gefesselten, gedroschen, getreten, was das Zeug hält. Dieses, was ich euch erzähle, gibt Beweis in schriftlicher Form. Sie waren sich so sicher, dass die DDR 100 Jahre oder 1000 Jahre existieren wird, dass man denen niemand was kann. Sie haben dieses, was ich euch erzählt habe, in Form von Verfügung unterschrieben, abgestempelt und abgerechnet. Als Sondereinsatz. Und man sagt jetzt, vergeben. Ich habe keine Rachegefühle in mir. Ich kenne die Namen meiner Peiniger. Ich habe 92 alle Namen, Uhrzeiten, Taten aufgeschrieben auf 56 Seiten und habe ich auf unseren Rechtsstaat Glauben der Staatsanwaltschaft übergeben. Ich bin heute noch ein ungesühntes Folteropfer der Staatssicherheit der DDR. Es gibt kein Urteil, das Ermittlungsverfahren wurde durch den Sonderbeauftragten der Bundesregierung, Gau und Konsorten, wurde ausgebremst. Nach 5,5 Jahren war das eingestellt. Was mir in der Seele leid tut, nicht nur meinetwegen. Es gibt unzählige Folteropfer in der DDR, die nichts zu ihrem Recht, zu ihrer Gerechtigkeit gekommen sind. Es gibt kein einziges Urteil der Folterknechte. Und das ist etwas, was einen eigentlich verzweifeln lassen müsste. Ich bin seit 92 entwürdigt und entehrt. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie ist das zu leben ohne Würde, ohne Ehre. Wenn Sie jemandem erzählen, schauen Sie die an, als ob sie vom Mond kämen. Nach dieser Einstellung des Ermittlungsverfahrens hat mich noch der Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt Lorke eingeladen zum Gespräch. Er hat meine Anzeige vor sich zu liegen gehabt und hat gesagt, Herr Oberstaatsanwalt, 56 Seiten und Sie haben das so mit 3 Zeiler eingestellt und Ende. Dann hat er mir wortwörtlich gesagt, ich kann das nicht vergessen, das ist mein Leben gewesen. Da hat er wortwörtlich gesagt, Herr Laux, das, was hier drin steht, glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber wenn ich
irgendeinen von diesen Verbrechern, das sind seine Worte, von diesen Verbrechern vor den Richter bringen möchte. Der Richter will von mir Beweise. Und was können Sie beweisen, was in Rummelsburg, Haus 6, im Keller hinter meterdicken Mauern gelaufen ist? Was können Sie beweisen? Wissen Sie, wo es weh tut, wenn ich im Januar dieses Jahres diese Ermittlungsakte in Kopie bekomme, in über 260 Seiten, und daraus lesen kann, dass dieser Oberstadtanwalt alle diese Beweise für Folter an jedem Tag hat. Er hat keinen von den Folterknechten vorgehalten und gesagt, heute. Und jetzt kommen wir, wie verzeihen, wie vergeben, wen? Den Täter oder der Staatsanwaltschaft 2? Wem soll ich vergeben? Und was am meisten wehtut, sind die ehemaligen mit zu betonierten Köpfen aus der DDR, die dicke, fette Renten jetzt im Westen beziehen und jaulen rundherum, es wurde nicht gefoltert in der DDR. Und das ist eine Geschichtslüge, die nur durch einen Urteil hätte widerlegt werden können. Und die haben recht. Das ist so viel. Danke.